So Leute, was machen wir denn heute? Heute machen wir mal ein bisschen Nudeln mit Garnelen und so. Ja, einfach ein leckeres Gericht. Und was du in jeder Gaststätte, Italiener oder sowas zu kaufen kriegst. Und da will ich euch mal was zeigen. Guckt mal ran hier. Das ist es nicht. Aber das brauchen wir dazu. Und warum wir das brauchen, wie wir das machen, das zeige ich euch, wenn ihr dranbleibt. So Leute, guckt mal, und das brauchen wir dazu. Hier habe ich ein paar Garnelen mit Schale, habe ich die aber extra geholt. Na? Das hier war mein Hummer. Da geht es mir aber auch hauptsächlich um die Schale. Hier habe ich noch ein bisschen Hummerfleisch, das kommt dann einfach mit rein. So, dann Cherry-Tomaten, Nudeln, Spaghetti, ein bisschen Salz, Pfeffer, frischen Knoblauch, Lauchzwiebel, bisschen Rosmarin. Piri-Piri-Soße. So, und dann noch ein bisschen Weinbrand und ein bisschen, na, wie heißt das, ne? Weißwein. Und Brühe kommt dann auch noch dazu. So, jetzt werde ich mich mal an die Garnelen machen. Und dann gucken wir weiter. So Leute, los, jetzt guckt hier. Ich habe jetzt schon ein bisschen Olivenöl hier drin. Angebraten, warm gemacht. Jetzt mache ich hier noch einen Schluck. Ist das Zitronenöl? Das mache ich einfach mal noch mit drüber. Jetzt, ich habe ja gesagt, hier die ganzen Schalen und sowas alles, das kommt jetzt hier rein. Und wird das mal vernünftig angebraten. Also alles hier von dem Hummer, der Kopf und sowas alles, das ist richtig geil, das ist richtig Geschmack. Und natürlich kommt auch gleich noch der Flogi mit rein. Den habe ich bloß grob geschnitten, gleich mit Schale, alles drum dran. Weil es sieht nicht mehr raus. Rosmarin. Zwiebeln. Lauchzwiebel kommt später. Also wenn es jetzt nicht nur Schalen wären, könntest du so essen. Hoch ist geil, könntest du so auf die Bämme, ne? So, jetzt nehmen wir uns hier ein bisschen Handbein. Na? Upsala. Nicht nachmachen, Kinder. Sehr schön. Dann machen wir jetzt einen Schluck Weißwein drüber. Der Hummer hat noch gebrannt. So, und das lassen wir uns erstmal ein bisschen aufköcheln. So, da können wir jetzt auch schon, jetzt können wir an sich auch schon die Frühlingszwiebeln mit dazu. Hier. Wie gesagt, das ist jetzt scheißegal, wie es aussieht, weil wir das ja noch mal durchsieben alles. Schön einreduzieren lassen, wieder. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen, das war ja alles eingefroren, so ein bisschen Wasser. Ich habe schon probiert, das hat auch Geschmack. Mal alles mit dazu. So, bevor wir es vergessen, ja, Salz, Pfeffer muss dran. Da kann ruhig noch eine richtige Prise dran. So, jetzt gießen wir das alles mit Brühe auf.
So, und dann lassen wir das schön aufkochen. Und dann machen wir weiter. So, heute nehmen wir mal wieder einen Wok. So. Da machen wir ordentlich Olivenöl rein. Nehmen wir wieder ein bisschen von dem Zitronenöl. Ich finde das richtig lecker. Das hat auch einen übelst geilen Geruch. So, dann werden wir langsam mal unsere Garnelen reinziehen. So, wenn die Schmutzige so aussehen, kommt noch mal Knoblauch mit dazu. Und die Tomaten. Salz, Pfeffer. Gut aus, oder? Sieht das gut aus? Ja. Jetzt kannst du es auf die Bämme. Natürlich das Hummerfleisch noch mit reingeschnitten. Ja. So, jetzt wo die Schmuckstücke soweit sind, packen wir unsere Spaghetti mit dazu. Die sind ganz schön heiß. Noch. Oh. Dann habe ich hier noch unsere Brühe, ne, die wir vorhin ausgekocht haben. Da habe ich noch ein bisschen Piri-Piri-Soße mit dran gemacht. Ja. Ja, das geben wir einfach mit dazu. Gucken. So. Und dann jetzt los hier. Ich sage euch, das riecht nach Fisch, das ist so genial. So Leute, fertig sieht es dann so aus. Ne? Wir servieren es dann. Und das brauche ich euch heute nicht zu zeigen. Ich sag mal, der große, das in dem Wok, das zeigt alles. Ne? Und ich habe es probiert, das ist sau lecker. Macht's nach. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren. Und dann sehen wir uns bald wieder. Euer Barbecue-Sachse.